Orange, weiß, schwarz, keine Ahnung, was das ist, ob das einfach nur so ein bisschen bräunlich aussieht oder ob da wirklich jemand mit Code gearbeitet hat, wer weiß, aber ich bin eine Lady! Mir gefallen Blumen, Welpen, Katzenbabys und so ein Scheiß. Hört ihr das? Was geht bei euch ab? Willkommen zu meinem neuen Top 10 Video. Es geht hier um die Top 10 CSGO Skins und zwar um die P250s. Ich fange wieder ganz unten an, also auf Platz 10 und arbeite mich dann hoch auf Platz 1, wobei von 10 bis 1 hocharbeiten irgendwie komisch klingt. Ich arbeite mich auf zum Platz 1 hin. Mein Skin auf Platz 10 ist, wie ihr hier unschwer erkennen könnt, die P250 Mint Kimono. Ihr wisst ja, mir gefällt grün und es ist so ein bisschen mintig hier hinten, ne? So ein bisschen mintgrün. Das Muster sieht auch ganz gut aus, es wirkt sogar fast etwas weihnachtlich. Es könnten kleine Bäumchen sein, aber es sind keine kleinen, keine Ahnung. Ich finde, die ist interessant und es ist sogar nur ein Grayskin. Und trotzdem hat er hier seinen Weg in die Top 10 schon gefunden. Auf Platz Nummer 9 haben wir die P250 Valence. Die ist schick, oder? Die ist echt schick. Ich finde, die sieht aus wie die Limelight, nur eben in Blau. Und in Pistolenform. Aber die ist cool, oder? Ich weiß nicht genau, warum die Valence heißt. Valence ist doch eigentlich ein Ort, eine Stadt, ein Dorf, ein Land, da hinten, ihr wisst schon, das ist sehr warm. Da bin ich etwas überfragt. Möglicherweise ist es irgendwie eine Anspielung oder eine Referenz auf irgendwas. Irgendwas wird es sein. Das ist auch ein edles Teil. Wie immer diese Linien, die alles so ein bisschen dynamischer machen, abrunden und dann trotzdem hier vorne dieses Muster, dieses Gitter, das sich nach hinten hin auflöst, ist schick. Da kann man eigentlich nicht mehr wollen, als die in der Hand zu halten. Vielleicht auch zu streicheln. Manche wollen sie auch küssen, aber ich finde das echt übertrieben, Leute. Hört man damit auf, okay? Auf Platz 8 ist die P250 Franklin. Tsching, tsching, Wallen, ne? Ich kann mit dieser Waffe eine ziemlich lässige Geschichte in Verbindung bringen mit Big Wallen zusammen. Ihr wollt sich hochtraden. Hast du das eigentlich mittlerweile gemacht? Er hat sich einfach ganz viele Franklins gekauft und hat dann, also 10 Stück und wollte die dann uptraden. Aber die, irgendwas ging nicht. Kann man 10 mal den gleichen Skin nutzen? Also diese Franklin war, glaube ich, der günstigste lila in einem P250 Skin, den es gibt. Zu dem Zeitpunkt oder für immer oder vielleicht haben wir auch nicht richtig geguckt. Aber der Plan war, 10 Stück davon kaufen, in den Trade-Up-Vertrag und eine rote Wumme rausbekommen. Eine rosa, ne? Was kommt danach? Keine Ahnung. Geht es? Wisst ihr, ob das geht? Ob ihr wisst, wie das geht, habe ich gesagt. Wäre nämlich echt interessant, das mal zu wissen. Wegen irgendwas ging es nicht und Wallen hat dann ein oder zwei rausgehauen, glaube ich, oder? Hast du da rausgehauen im Giveaway oder einfach verschenkt? Ja, ein cooler Skin auf jeden Fall, oder? Mit dem Cash drauf. Benjamin Franklin, Benjamin Burton. Schick, schick, schick. Ich sag's dir übrigens nochmal, falls ihr Probleme habt mit der Abo-Geschichte, also falls euch die Videos trotz Abo nicht richtig angezeigt werden, ihr müsst meinen Kanal öffnen und oben rechts steht er dann schon abonniert und neben diesem Abonniert-Symbol-Zeichen-Schrift-Ding ist eine Glocke. Auf die Glocke müsst ihr draufklicken und dann dort steht der Text, ja, ich möchte alle Mitteilungen von diesem Kanal erhalten und dann einfach den Haken rein und auf OK oder auf Speichern und auf Weiter. Erst dann ist die Funktionalität der vollen Abonnementhaftigkeit wiederhergestellt. Ich weiß nicht, warum YouTube das gemacht hat. YouTube ist halt einfach ein bisschen durchgepeitscht. Als nächstes haben wir die P250 Wingshot. Die habe ich vor kurzem rausgegeben im Giveaway und die sieht einfach edel aus, oder? Dieser Totenkopf hier reißt schon einiges raus und dann diese, also ich habe damals von Fell gesprochen. Es scheint so, als wenn ihr vorne, stellt euch hier vorne einfach mal einen Wolfskopf oder sowas vor. Oder eben einen Adler, Federn oder so. Wings, ne? Und hier vorne fliegt das Viech lang und hinten flattern hier die Federn so in die Waffe rein. Die sieht richtig cool aus. Und dann noch mit diesem Gelb-Grau-Schwarz gemischt. Sieht man nicht oft und ich finde es sehr schön, die Farbmischung. Und dann sogar noch hier oben der Schlitten in Weiß. Oder kommt mir das nur so vor, weil die Lampen so extrem hell sind? Ist der nur Silber? Nee, der ist weiß, ne? Der ist komplett weiß. Und da steht so ein komischer Pinüppel raus. Was ist das denn? Auf meinem Platz 7, falls ich es noch nicht dazu gesagt habe. Platz 7. Ihr könnt natürlich wie immer gerne eure eigene Top-10-Liste aufstellen oder eure eigene Top-3-Liste, eure eigene Top-5-Liste von den P250s und mir auch eure Meinung zu meiner Liste sagen, wie ihr sie so findet und ob ich da völlig falsch liege und ihr habt nur die Franklin auf jedem Platz oder so. Auf Platz Nummer 6 haben wir die P250 Muertos. Die Mayas werden euch kriegen. Sie hat so ein bisschen was wie die Hämoglobin. Ja, wo war die? Bei den P2000s oder bei USPs? Ich weiß es nicht mehr. Die Muster da drauf sind sehr, sehr schön. Der Sticker, der passt jetzt natürlich extrem zu Muertos, ne? Das ist wahrscheinlich von so einem My Little Pony Anhänger, so einem 40-Jährigen. Ist der Sticker da drauf gepappt worden, ja? Dafür kann ich schon mal nichts. Ich denke, wenn man mit der Waffe auftritt, dann weiß jeder, dass man einfach der Killer ist, oder? Mit dem Teil. Shit, der hat eine Muertos, Alter. Lauf! Auf Platz Nummer 5 haben wir die P250 Mandy. Das klingt ein bisschen weiblich. Mandy. Hey, Mandy. Und die Waffe ist schön. Also ich finde, die ist pazifistmäßig schon gestaltet, oder? Es ist eine Waffe, mit der man nicht schießen möchte, weil sie so schön gestaltet ist und eigentlich gegen den Krieg ist, gegen Gewalt, gegen Kinderschänder, gegen alles. Orange, weiß, schwarz. Keine Ahnung, was das ist. Ob das einfach nur so ein bisschen bräunlich aussieht oder ob da wirklich jemand mit Code gearbeitet hat, wer weiß. Aber ich finde, die ist echt ein Hingucker. Die ist wirklich was, die man sich komplett anschaut und jeden Fitzel beobachtet, um auch zu gucken, wie hier die Muster verlaufen. Also die Muster scheinen hier nicht ineinander zu laufen, von Schlitten runter auf das Hauptstück, oder? Laufen die hier? Nee, das ist eine eigene Musterkette hier unten. Ja, dann ist doch der Trigger auch orange-weiß. Das sieht irgendwie cool aus, so wie wenn bei der Hochzeit eine Krawatte anhat und die passt zu, keine Ahnung, irgendwas, was man halt weiter unten trägt, im Gürtel oder so ein Scheiß. Farblich halt, Frauen kennen sich da besser aus. So ein Scheiß. Wie bei Little Britain. Ich bin eine Lady! Mir gefallen Blumen, Welpen, Katzen.
Katzenbabys und so ein Scheiß. Auf Platz Nummer 4, oder ist es 4? Ja, 4. Haben wir die P250 Undertow. Ich muss ehrlich gestehen, jetzt wo ich die Waffen so schnell hintereinander sehe, würde ich fast sagen, die Undertow ist eigentlich auf dem... Warum habe ich die auf diesen Platz gestellt? Nee, aber jetzt habe ich sie hier stehen. Auf Platz 4, P250 Undertow. Mir gefällt an der Waffe natürlich ihre, also eigentlich ihre Schlichtheit. Aber dennoch hat sie diese hohe Komplexität durch diese Farbkleckser. Also als hätte wirklich jemand blau gestrichen und dabei gesaut. Aber nicht so amerikanisch, serienmäßig. Immer wenn sie in der Serie streichen, dann haben die Leute meistens so Streicher-Malerklamotten an oder einfach so Latzhosen oder sowas und haben meistens an den gleichen Stellen Farben, egal was für eine Serie das ist, auch in deutschen Serien. Die haben meistens auf der Nase einen Fleck, hier irgendwo an der Backe oder so, an der Stirn und an der Jacke, so richtig einfach so drauf gestreift. Das sind aber so echte Flecken, das ist echtes Fernsehen hier, verstehst du? So sehen die Flecken auf dem Boden aus, wenn man sich eine Folie auslegt oder so ein Maler-Vlies und genau weiß, ich muss jetzt nicht so extrem aufpassen. Klar, bei blauer Farbe würde man mehr aufpassen, weil die ist ja auch teuer. Aber alles in allem, so sehen echte Farbkleckser aus, ja? Schluss mit den serienmäßigen Farbrollen-Scheiße-Dinger. Ich will richtige Spritzer sehen. Schaut euch voll, dass er weiß. Als nächstes haben wir die P250 Kartell. Im Gegensatz zur AK-47 Kartell finde ich, dass die extrem was hat. Bei der AK-47 Kartell denkt man sich immer irgendwie so, oh wow, die ist schon irgendwie nice, aber die sieht so von weiter weg genauso aus wie der Standard-Skin. Bei der P250 finde ich, ist es eben nicht so. Sie sieht erstens mal so ein bisschen Deagle-mäßig aus, was jetzt aber bei der Bewertung nichts zur Sache tut, sondern ich stelle mir einfach vor, wie edel das wohl ist, wenn man die wirklich in der Hand hält und diese Eingravuren berührt. Und auch dieser Totenschädel da. Es ist ja nicht so ein üblicher Totenschädel, sondern dieser aus der mexikanischen Geschichte, diese, was auch die Frauen tragen, als Tattoos oft. Ich weiß nicht, wie es heißt. Aber ich glaube, das ist sowas. So ein glücklicher Totenschädel praktisch. Die haben auch ganz bestimmte spezielle Bedeutung, so wie es ja eigentlich mit allen Symbolen ist. Also so ist es ja nicht, dass andere weniger Bedeutung hätten. Aber ja, auf den ersten Blick schlicht, aber dann sieht man auf den zweiten Blick so viel gut ausgearbeitete Details. Guck mal da hinten. Hier eingearbeitet, hier vorne, da oben, hier an der Seite, da oben drauf sogar. Gut, der Trigger ist jetzt ziemlich einfach. Und die sieht schwer aus. Wenn man Waffen hat, beziehungsweise selbst Waffen, Software oder Luftdruckpistolen oder so ein Scheiß, wenn man die sammelt, dann hat das doch was, oder wenn die schwer sind, auf jeden Fall. Und die sieht einfach extrem schwer aus. Wahrscheinlich durch diesen Hell-Dunkel-Wechsel und weil man durch die Gravur in das Metall einfach auch vermutet, dass es einfach ja, dickes Metall ist und dadurch eine gewisse Schwere hat. Ich habe gerade das Ding weggekloppt, ich Vollidiot, Alter. Wie peinlich ist das live in der Aufnahme? Super. An der Stelle dürft ihr wie immer raten, überlegt mal, was ist auf Platz 2 und was ist auf meinem Platz 1 der Top 10 P250-Liste? Ratet mal. Frohes Raten, haltet ihr einfach mal kurz das Video an am besten und entscheidet euch. Und wenn euch das Video bis zu dieser Stelle schon gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Dann kann ich ab jetzt einfach voll scheiße sein und ihr habt ihn schon gegeben. Und seit neuestem kann man ja nicht mehr zurücknehmen. Wenn man versucht zurückzunehmen, gibt man wieder einen drauf. Wartet mal ab, was für Änderungen kommen. Bald muss man, wenn man einen Daumen nach oben geben will, nochmal irgendwas Spezielles bestätigen und dann nochmal seine Blutprobe irgendwo hinsenden und dann muss man noch einen Dickpick essen. Auf Platz Nummer 2 haben wir die P250 Asimov. Ich weiß. Ich sag ständig, dass mir Asimov nicht so gefallen. Deswegen ist es ja auch Platz 11. Nee. Aber im Vergleich zu den anderen ist sie natürlich doch sehr schick. Und sie ist nicht so hässlich wie die AWP oder die P90 Asimov. Hier unten ist so ein kleiner orangener Pfeil, der zeigt, dass hier das Magazin rein muss. Hier unten, da muss ich Schneid drücken. Also die Waffe ist extrem einsteigerfreundlich. Auf dem ersten Platz meiner persönlichen Top 10 CSGO Skins im Bereich P250 ist die Supernova. Die ist geil, ne? Die spiele ich, habe ich auch schon immer. Also ich finde die richtig, richtig edel. So eine Supernova an sich ist ja eh was sehr, sehr stark ist, was extrem krass ist, ne? Im Weltall und so. Und so ist die Waffe auch unterwegs. Mir gefällt einfach die komplette Ausarbeitung und vor allem der Skin legt sich über das komplette Model drüber. Selbst auf dem Magazin, bei vielen Skins ist das Magazin einfach nur schwarz. Gut, okay, diese drei Stückchen hier, die sind nicht bedeckt. Man kann von Game ja auch nicht zu viel verlangen. Ein richtiger Hingucker. Übrigens, Leute, die Spendengeschichte für die Grafikkarte ist schon zur Hälfte voll. Ihr seid Wahnsinn. Das wollte ich nur mal so gesagt haben noch, ne? Das habe ich gestern im Livestream so noch gar nicht gesagt. Das ist mir erst heute Morgen aufgefallen, als ich in Streamlabs noch kurz rumgewurstelt habe. Wir haben die Hälfte schon erreicht. Seid so krass und so ruhig. Amarena Kirsch. Wie die Streamtermine in den nächsten 14 Tagen aussehen werden, kann ich noch nicht sagen. Also, ob ich extra Stream-Termine mache, ob ich an den normalen Streamtagen ganz normal streamen werde. Lirum Larum, da muss ich noch schauen. Ihr wisst, ich habe im Januar Prüfungen. Die erste ist am 7.1. Da muss ich leider jetzt schon anfangen zu lernen. Und das ist schon eine Schande, dass ich jetzt erst anfange. Wenn das die Professoren wüssten, würden sie mich direkt Zammerhaare, da. Brutal Zammerhaare, das glaubst du aber. Aber das weiß ja keiner. Es ist einfach wieder dieses stressige Stück im Studium. Dieser richtige, richtige, eklige Stress. Wenig Schlaf, viel Lernerei, Verzweiflung. Von daher muss ich halt einfach gucken, wie ich alles so im Rahmen halten kann. Ob ich alles nach wie vor, auch die Videos, jeden Tag bringen kann. Das müsste eigentlich funktionieren. Am Sonntag muss ich auch meinen Film abgeben. Der blickt halt auch echt hart den PC, weil ich kann natürlich nicht irgendwie ein Video rendern, wenn ich da rumschneide. Dafür brauche ich natürlich die vollen Kapazitäten. Nichtsdestotrotz will ich eigentlich für jeden Tag ein Video haben. Und worauf ich jetzt gerade hinaus will, wenn ich den Film am Sonntag abgegeben habe, ist er ja abgegeben. Dann ist diese ressourcenfressende Geschichte schon mal weg. Der Rest ist nur noch normal. Alles lernen. Das kann ich auch machen, während der PC rendert. Also eigentlich müssten die Videos ganz normal durchlaufen. Vor allem läuft YouTube auch gerade so extrem gut, dass ich
ungern meinen Stift wegschmeiß, dass ich wirklich extrem dahinter bin, dass ihr auch durchgehend Content habt. Ich habe einfach jetzt euer Vertrauen auch so weit gewonnen, ja, dass ihr wirklich abends reinschaut. Es gibt so viele, die abends direkt on point sind um 17 Uhr. Und jetzt habe ich, altes Ferkel, die letzten zwei Uploads sogar immer um eine Stunde oder so verschieben müssen, weil ich einfach zu langsam war. Deswegen entschuldige ich mich da auch jedes Mal. Ich weiß, ich habe sogar für 100% von euch, ist es gar kein Ding, wenn das ein bisschen später kommt. Aber trotzdem weiß ich, dass einige von euch um 17 Uhr reingehen und gucken und dann kurz enttäuscht sind, weil noch nichts da ist. Und das tut mir im Herz weh, verstehst du? Und deswegen will ich einfach, dass das Ganze normal läuft. Auf Twitter halte ich euch aber auf jeden Fall komplett auf dem Laufenden, was Studium angeht, was mein weiteres Vorangehen angeht und was auch eben meinen Tag angeht. Da poste ich immer mal wieder irgendwelche lustigen Sachen. Also, wer mir auf Twitter noch nicht folgt, sollte es unbedingt tun. Und ich habe jetzt bald auch wieder Instagram. Dickpics, nicht unbedingt, aber Titpics, alles an mich. Oh je, dude. Oh. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vor allem ein riesiges Lob wieder an alle, die bis jetzt zugeschaut haben. Fühlt euch von mir ziemlich hart gedrückt. Nicht auf eine sexuelle Weise, sondern wirklich so, komm her, Bro, oder komm her, Girl. Noch ganz kurz, ich werde übrigens jetzt immer am Schluss, wenn die Musik läuft, einfach in die Kamera gucken. Das ist kein Standbild, ich gucke einfach die ganze Zeit so. Ich versuche dann immer so, ohne mich großartig zu bewegen, zu gucken und das werde ich jetzt auch gleich machen. Also bis dann, Leute. Ciao, ciao! Das ist echt eine unangenehme Pose, oh fuck. Oh, that's so, yeah.